Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Donnerstag 19.30 Uhr, nächster Livestream, könnt ihr euch schon mal merken, zum neuen Event. Wird absolut wild. Würde mich freuen, wenn ihr damit am Start seid. Und ja, Freunde, bevor wir nochmal richtig ins Video reinstarten, muss ich mich wieder mal euch bedanken, Freunde. Ihr seid wirklich geisteskrank. Wir haben die 4.000 Abonnenten geknackt, Freunde. Wirklich vielen, vielen Dank dafür, euren krassen Support. Wir haben Anfang Januar, Anfang des Jahres 2023 und schon die 4K. Also, Freunde, dieses Jahr ist auf jeden Fall einiges möglich. Es wird so geil, Freunde. Ich habe schon so Bock auf die Zukunft, ne? Ich werde auf jeden Fall weitermachen mit Videos, Streams. Der Grind wird immer weitergehen, Freunde. Da auf jeden Fall vielen, vielen Dank für euren Support. Es wird natürlich ein Giveaway geben. Ich werde wieder ein Gewinnspiel machen. Diesmal gibt es, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel gab es am letzten Mal. Ich habe es vergessen. Ich werde auf jeden Fall diesmal 15 Euro Google Play oder 15 Euro iTunes-Karte verlosen. Genau, dazu werde ich dann aber nochmal ein genaueres Video machen. Und ja, auf jeden Fall, ja, vielen, vielen Dank nochmal da wirklich für euren Support. Kuss geht raus. Ihr seid die Besten und wir machen natürlich weiter. Wir machen natürlich weiter und wir machen jetzt auch weiter mit FIFA Mobile, Freunde, weil ich habe interessante oder geile News für euch. Erstmal vorab, ich habe leider jetzt, stand jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, noch keine Infos zum Event am Donnerstag. Ich habe da jetzt noch kein Bild von EA gefunden auf Twitter, Instagram und Co. Mal gucken, ob da jetzt noch was im Laufe der Nacht oder des Morgens kommt. Wenn ja, dann machen wir es morgen im Video. Ganz klare Sache. Aber, Freunde, ich habe dafür was anderes. Ja, sehr, sehr geil ist. Und zwar Toti, Freunde. Toti wurde, ja, was heißt, es wurde bestätigt von EA, dass es bald kommt. Sagen wir es mal so, EA hat getweetet, ich blende euch jetzt mal hier den Tweet ein, dass ja jetzt, dass die Nominees ja, ja bekannt gegeben wurden von EA. Habt ihr wahrscheinlich alle gesehen auf Instagram. Und da wird das Voting heute starten. Genau, am Mittwoch. Und in FIFA Mobile wird es bald kommen. Also da steht coming soon. Einige rechnen mit 2 Wochen, mal gucken, dass es vielleicht Donnerstag in 2 Wochen rauskommt. Ich bin mal gespannt. Könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass das Toti halt parallel rauskommt, wenn das Toti auf der Konsole rauskommt, weil in den vergangenen Jahren war ja Toti, FIFA Mobile, hatte immer ein bisschen gedauert, bis es kam. Da war ja die Konsole immer schon fast fertig, sagen wir mit Toti, als dann FIFA Mobile dran war. So war es auf jeden Fall letztes Jahr, kann ich mich noch daran erinnern. Da kam ja Toti Anfang FIFA Mobile 22, wo es ja herausgekommen ist. Und das war ja so, glaube ich, Mitte, Ende Februar. Da kam ja dann auch das Toti. Also, Freunde, diesmal können wir auf jeden Fall mit dem früher mit dem Toti rechnen, was auf jeden Fall sehr, sehr geil ist. Weil Toti, Freunde, Toti-Zeit ist immer mit die geilste Zeit. Ich bin wirklich gespannt, wer dann so wirklich in die Endauswahl kommt. Was ich schon mal persönlich schade finde, ist, dass Musiala es nicht in die Votes geschafft hat. Okay, EA, kann man mal machen. Ich fand, Musiala hätte es eigentlich verdient haben, mindestens Nominee. Ja, gut, krass. Also, ich werde auf jeden Fall dann auch mal noch mal ein Video dazu machen, wenn ich meinen Toti wähle. Genau. Aber auf jeden Fall, Freunde, ihr könnt euch freuen. Die Toti-Zeit beginnt, ihr könnt euch freuen. Wird geil, wie gesagt. Die meisten rechnen so mit 2 Wochen ungefähr. Also halt, wenn das auf der Konsole auch rauskommt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir dann auch noch mal nähere Informationen zu bekommen. Schreibt dazu jetzt auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier schön ins World Cup Event rein. Ich habe jetzt hier nochmal, ja, 7 Packs, Freunde. Knall ich jetzt hier nochmal auf ganz entspannt raus. Mal gucken, vielleicht ziehen wir die Gems und vielleicht ziehen wir die 90-Plus-Spieler. Ah, genau, Freunde, habe ich vergessen. Morgen im Video gehen wir rein. Und zwar in den 108-Tot-Umtausch, Freunde. Ich werde ihn noch machen. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich ja jetzt, wie gesagt, das Team-Upgrade durch habe. Ich habe noch genügend Coins. Heißt, ich kann ihn machen. Gar kein Problem, Freunde. Werden wir machen. Morgen im Video. Mal gucken, wenn wir ihn ziehen. Ja, so ein Messi Back-to-Back. Wäre natürlich, ich wäre nicht abgeneigt, ne? So ein Mbappé. Oh, auch nicht schlecht, aber Messi ist jetzt der teuerste. Ja, Messi ist jetzt doch der teuerste, was sehr, sehr geil ist. Also Mbappé oder Messi, einer von beiden, wäre halt natürlich richtig geisteskrank, ne? Ich bin gespannt, Freunde. Da könnt ihr euch immer morgen drauf freuen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz hier weiter rein. Deswegen wäre eigentlich jetzt der 90-Plus-Spieler gar nicht mal verkehrt. Ah, mal gucken. 5 Packs haben wir noch. Ob wir ihn ziehen? Joao Felix 84, brauche ich nicht. Komm schon, hier, bitte. Bitte. Bitte den 90-Plus. Komm, ich mache jetzt 3 auf einmal. Oder wenigstens die Gems. Ah, bitte.
Eins von beiden. Eins von beiden und wir ziehen nichts von beiden. Wir ziehen nichts von beiden. Ja, danke schön für nichts. Ja, toll. Nichts Gutes gezogen. Bonuspunkte. Habe ich soweit eigentlich jetzt alles ausgegeben? Ja, Cole. sieht schön aus, ne? Na, Spaß. Kriege ich nicht mehr hin. Also kriege ich schon hin, aber jetzt nicht im Video. Und ja, von Percy brauche ich jetzt gar nicht nachdenken. Den kriege ich sowieso nicht. Weil es endet ja am Donnerstag. Wie wir alle wissen, ich habe jetzt auf dem Markt, ja, so ein Desailly ist natürlich nochmal geil, ne? Aber würde ich jetzt eher nein sagen. Würde ich jetzt auch eher nein sagen. Ich brauche ja wirklich noch einen Soul, brauche ich noch. Oh Mann, warum sind die alle so teuer? Wie viel brauche ich denn noch? Ich habe zum Glück, kann mich Glück schätzen, dass ich schon ein paar Spiele habe. Hier brauche ich noch 10, 9. Boah, ist das radikal. Und da noch 13. Aber das ist ja 90 plus. Ich denke mal, 90 plus ist nicht allzu teuer, oder? 90 plus sollte eigentlich gehen. Sollte hoffentlich klar gehen. Oh, 600k. Ja, 600k ist voll okay. 600k ist eigentlich sehr, sehr solide. Ich guck gerade mal, gibt es hier irgendeinen mit 99 plus? Ich hole mir einfach mal den hier kurz. Wie habe ich gesagt, 13 brauche ich. Naja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Und dann, ja, da muss ich halt den Rest dann, mache ich dann noch privat. Das ist halt schon hart, ne? Vor allem die 103er sind halt, ne? Ziemlich teuer. Was willst du machen? Was willst du machen, Freunde? Was willst du machen, ne? Ja, 13, doch. Ich habe mich kurz erschrocken. Naja, egal. Ich habe eigentlich zu viel gekauft, egal. Okay, das haben wir. Gut, 10, 8, ne? Okay, das mache ich dann privat, Freunde. Aber das machen wir noch nicht morgen. Könnt ihr euch morgen drauf freuen, Freunde. Ich würde sagen, das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne like, das kein Abo. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut. Bis morgen. Haut rein. Und ciao.